Oh je, wisst ihr, wie das schief gehen wird? Regel Nummer 2. Die Lichter eingeschaltet lassen. Tja, macht Sinn, oder? Oh, Munition. Munition, Munition, Munition. Das aber echt wenig Munition. Wir werden sterben. Wer entwirft sowas? Na toll, jetzt sind die... Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Sollte. Komm, spring! Boah! So, wenn es jetzt irgendwas dumm kommt, dann werden direkt die Blendgranaten rausgefeuert. Würde ich mal sagen. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Oh oh. Auf die Ausrüstung achten. Oh oh. Komm, explodier. Was? Der überlebt die Blendgranate? Ach, jetzt kommt. Na also. Was? Der überlebt die? Stirb! Boah, das ist aber echt fies. Dass der die Blendgranate überlebt, ist echt gemein. Wir hatten hier jetzt eigentlich zugemacht. Frechheit. So. Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Moment, da liegt noch was. Wir müssen hier entlang. Ja, ja, ich komme. Ich kannte sie beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Und dann fing Tom an zu schreiben. Und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind Sie vielleicht klüger, als Thomas war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle, wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf Sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die Sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich sage Sarah. Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry!
Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Ach, Erlen, was tust du? Du hast kaum Munition und willst jetzt echt durch die Dunkelheit rennen, anstatt durch das sichere Rohr. Ich meine, ich verstehe ja, das sind deine Freunde und so, aber... Och bitte, warum tust du uns das an? Es hätte einfach ein Spaziergang sein können. Einfach ein kleiner Spaziergang. Wie viel Schuss haben wir denn? Okay. Zumindest haben wir noch 2 Schuss von der Leuchtpistole. Wenn wir die intelligent einsetzen. Ich hab euch doch schon gehört. Ach, die wollten ja gar nichts von uns. Nicht wirklich. Okay, bis jetzt. Ja, kommt her. Da hat er aber gerade abgedunkelt. Moment, das machen wir nochmal. So, und jetzt raus. Boah, sieht man ja gar nichts mehr. Schön. Oh, da liegt eine Manuskriptseite. Ich frage, sollen wir da hin? Ach, die haben wir noch nicht. Wie cool. Na, was war das denn? Luftballett. Nee, aber leider keine von denen hier oben. Schade. Die Raben sind mir um einiges lieber als die anderen Gegner. Au, au, au. Das war jetzt die Rache für die Aussage oder was? Sag mal. Seid ihr denn gerade so aggressiv? Leute. Das ist aber echt mal gut. So. Das waren gerade echt viele auf einmal. Die Sturzstelle sah schlimm aus, aber ich glaube, das Wrack war leer. Ja, es sieht nicht so aus, als wäre hier was tot. Und hier ist doch definitiv jemand langgekommen und hat ein paar Sachen verloren. The well-lit room.
durchhalten, ich komme! Ach du Scheiße, sind es viele. Was schimmert durch das Fenster? Haben wir gerade bekommen. Oh Scheiße, ich sollte die schnell nachladen. Und bam! So. Hast du gesehen? Oh Mist! Oh Mann, das hat Ärger! Du holst jetzt aber nicht wegen dem einzelnen Kerle darum. So. Wir haben ein gutes Timing, Wade. Wir wollten schon einen auf Butch Cassidy und Sundance Kid machen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Oh, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Ja, dann kommt, Freunde. Auf geht's. Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr allein. Das ist schon mal sehr angenehm. Was haben wir hier? Aha, ein Versteck. Ja, das ist ja ein Traum. Ah, von der Seite hätte man da auch hingekonnt. Verstehe. Guckt mal, meine Taschenlampe ist dicker als eure. Tut mir leid, Macho-Gehabe. Stehe ich eigentlich gar nicht drauf. Ups. Maus verrissen. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davon zu rennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Oh, ich halte das nicht mehr lange aus. Hätte doch weiter trainieren sollen. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Ja, das ist klar. Aber ich glaube, wir sollten uns bereit machen. Was war das? Ja, eben. Oh, das ist ein Flitzer. Was Teufel ist das? Das ist ja überall! Fuck! Oh Mist, es sind mehrere! Sag Blueberry. Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Ah, hilf! Unterliegt was! Er ist zu schnell! Ich treffe ihn nicht! Der ist nicht mehr lang so schnell. Hey, hier wimmelt schon den! Stimmt doch gar nicht, sind doch nur zwei. Wie viele denn noch? Wo ist der eine hin? Was? Das kann doch nicht wahr sein! Halt jetzt! Sehen Sie das, Wake? Aufgepasst, da ist was! Wo ist dieses Monster bloß hin? Wake, das ist übel, das ist wirklich übel! Jetzt bleib doch mal ruhig! Glaubt ihr, ich weiß nicht, was hier los ist. Der ist entwischt. Nein, der ist doch da unten. Mädel, stell dich mal an. Ich dachte, da wäre was. So. War's das? Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's. Hey Al, Wait, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Barry, mach uns nicht verrückt, ja? Bitte. Wir können das jetzt echt nicht Achtung, brauchen. Da kommen sie. Oh, ah. Oh nein. Sie kommen! Wir müssen sie abwehren! Sag bloß, Breaker! Barry eigentlich keine Waffe? Ist der nur mit Licht bewaffnet? Das ist echt der lahmarschigste Aufzug der Welt. Ach, nicht schon wieder so ein großer. Ah, puh. So. Putzen wir die zwei doch mal kurz weg. Das
Schnell, drück den Knopf! Welchen Knopf? Du stehst doch nah am Knopf. Mann, Barry,